Frau Kermes, warum hat man immer Angst vor Ihnen? Was? Ja, wenn Sie so, dass Sie sind so... Puh. Angst? Nein. Ich bin so sanft. So sanft wie ein Reh. Reh im Wolfspelz. Reh im Fuchspelz. Ist das barock? Der Pelz, nee. Ja, ein bisschen, ein bisschen. Der Charakter meine ich auch, der dieses... Das ist barock, ja. Ja. Nach außen? Expressiv? Ja, normal. Das ist normal? Ja. Für wen? Ach ja, man muss doch ein bisschen was machen, ein bisschen was zum Gucken und ein bisschen... Heute hier roter Teppich, soll ich da mit einer Schürze gehen? Das würde auch auffallen. Nee. Letztes Jahr sind Sie auf den roten Teppich gewandert und haben den Preis bekommen. Vor zwei Jahren, natürlich. Entschuldigung. Und dieses Mal geben Sie eine Laudatio wieder für Barockmusik, für Countertenöre, für eine unglaublich tolle Produktion. Unterstützt man sich da immer gegenseitig oder ist das eine Herzblutgeschichte für Sie? Was werden Sie sagen? Also ich bin ganz glücklich eigentlich, dass eine Operneinspielung für dieses Jahr gewonnen hat, die niemand kennt. Neapolitanische Schule, vergessene Oper und sowas gewinnt einen Preis und wird so oft verkauft. Die Leute wollen das hören und das ist wunderbar. Und das ist für mich ein ganz großes, wie gesagt, eine Bestätigung, dass es wichtig ist, dass man alte Opern ausgräbt und dass man die dem Publikum wieder zugänglich macht. Was ist das, was uns 200, 300 Jahre danach noch so begeistert? Ist das wirklich das Exzentrische? Ist das die Innerlichkeit? Wir haben eben schon mal über Barock als das Archaische gesprochen. Warum finden wir es plötzlich alle so toll? Ich glaube, es liegt natürlich immer an den Interpreten, natürlich, wer das macht. Wenn das nicht gut ist, funktioniert das nicht. Aber ich glaube, dass diese Musik, die hat so viel Rhythmus und so viel, ich tue sie immer mit unserer Zeit heute verbinden. Und selbst junge Leute verstehen diese Musik. Vielleicht einfacher als manche Romantik oder, ja, also ich sehe es als die Popmusik auch von unserer heutigen Zeit. Die Popmusik, weil sie ohne Umwege ist vielleicht auch, weil sie echt Messer in die Brust sticht und wirklich leidet und weint. Ja, weil sie auch in gewisser Weise sehr extrem ist. Und man muss ungeheure stimmliche Fertigkeiten natürlich haben, um diese Musik auch singen zu können und muss die Musik empfinden. Aber ich glaube wirklich, dass aller Anfang in Musik oder alles, was nach Barock kommt, dass der Barock die Basis ist für alle Musik. Frau Kermes. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Ich habe keine Angst mehr vor Ihnen. Wir reden gleich weiter. Nein, bitte nicht. Dankeschön. Nein.